So, Sergeants für den schweren Waffentrupp, weil katachanische Teufel brauche ich nicht. Ich habe festgestellt, dass die Übertragung von Typhon kam. Und der Sprecher klingt sehr nach Ordensmeister Kyras. Klingt so? Klingt so? Das ist Kyras Inquisitorin, da gibt es keinen Zweifel. Achten Sie auf Ihren Tonfall. Ich habe Ihnen viel Spielraum eingeräumt, aber es gibt Grenzen. Aber um auf Ihre Unverschämtheit zu antworten, es gibt Zweifel. Was wir wissen, macht Kyras verdächtig, aber nicht zu einem bewiesenen Heretiker. Seit wann sorgt sich die Inquisition um Beweise? Ich vermute, es gibt andere Gründe dafür, dass sie mit den Leben aller in diesem Sektor spielen. Vielleicht glauben Sie ja, dass ich an meinem persönlichen Vorteil interessiert bin. Dass die Ergreifung von Kyras mein Hauptziel ist, weil mir ein so wichtiger Fang eine Beförderung in den Ordos einbringen würde. Dass ich zuerst und vor allem an meiner Karriere interessiert bin. Die wahre Frage ist, welchen Unterschied es letztendlich für Sie macht. Ich bin Ihre einzige Hoffnung, die Auslöschung dieses Systems zu verhindern. Meine Gründe spielen hier also keine Rolle. Sie sollten dankbar sein. Solange der Sektor ein Hexenkessel des Kriegs ist, dient er seinem wahren Zweck. Eine Ablenkung für unsere Feinde und ein Trainingsfeld für unsere Streitkräfte. Ist der Sektor verloren, ist es auch der Zweck. Wir sind nur eine Ablenkung? Sagen Sie, dass das ein Scherz ist. Es reicht, Merrick. Wir werden diesen Subsektor nicht aufgeben. Egal wie er bewertet wird, er ist wertvoll und er gehört uns. Das Imperium wird hier gewinnen. Keine andere Lösung ist akzeptabel. Wenn Sie mir nun sagen würden, was Sie festgestellt haben, Inquisitorin. Es gibt dort eine starke Psi-Präsenz, Generalfeldmarschall. Aber keine weiteren Lebenszeichen. Anscheinend ist diese Präsenz allein. Es gefällt mir nicht, Sir. Warum sollte Kyras alleine sein? Sie werden schon bald eine Antwort darauf bekommen, Sergeant Major. Wir brechen sofort nach Typhon auf. Nicht sofort. Wir haben noch eine Submission hier. Und gerade dafür ist es gut, dass wir die Sergeants für unser Waffenteam haben, weil das ist eine Verteidigungsmission teilweise. Und dort können wir dann das Panzerabwehr-Kit für unsere Gardisten freischalten. Juhu. Und Raketenwerfer für die Sentinels, obwohl wir die schwere Panzerung noch nicht haben, können wir hier freischalten. Auch gut. Erstmal das Scharfschützengewehr ausrüsten, weil toll. Merrick die Laserkanone oder den Melter geben. Erstmal beim Generalfeldmarschall weiter hier lauf, gehen Führungskraft. Der Feldmarschall kann nicht unterdrückt werden, außerdem erhalten die Gardistentrupps mit Kommissar die Fähigkeit exemplarische Exekution, mit der Unterdrückung durchbrochen werden kann. Okay. Gut, soweit dazu. Oh, ich könnte Merrick auch einfach eine Entschlossenheit geben, den Bolter. Und für ihn den zweiten Ausrüstungsplatz freischalten. Dann kann er nämlich von Burn die Bilder erhalten. Was ist eigentlich das zweite Geschenk des Aszendanten? Ein Plasmawerfer, ein Energieschwert, eine Psi-Waffe oder ein schwerer Bolter? Du kriegst erstmal das Ding hier für einen Stufenaufstieg. Außerdem trägt eine Bolter-Armbrust statt einer Pistole. Das muss ich mir ansehen. Ah, okay. Die hat es wirklich drauf mit ihren Waffen. Das heißt, ich gebe vielleicht mal ihm die Waffe aus. Bei einem schweren Bolter für Merrick bin ich nicht so wirklich interessiert. Was gebe ich ihm eigentlich? Exekution weniger Energie, erhält mehr Energie. Wenn er nicht eingesetzt wird, werden Ogrins während des Angriffs unverwundbar. Dafür bräuchte ich Ogrins. Ladezeit, kann sich zusätzliches Zubehörteil ausrüsten. Exekution auf Verbündete übertragen.
Macht die Truppe als auch Lord Burnham verwundbar. Er leidet weniger Fernkampfschaden, aber Feinde müssen ihn angreifen. Na, nehmen wir das hier mal. So. Wie sieht es denn so mit Erfahrungspunkten aus? Da sie hinterherhängt, kriegt sie das da mal. Unverwundbar und vollständig geheilt. Macht Verbündete unsichtbar. Unsichtbare Einheiten zeigen sich. Zaubert einen Ring. Ja, machen wir das da. Eine weitere Fähigkeit für Gardisten. Nahkampfangriffe Infanterie leben. Okay, das klingt schön. Da sollte ich wirklich hier unten weitergehen, weil hier steht auch noch Sachen, wo Gardisten Boni kriegen. Oder die Ehrengarde. Na gut. Also ich wollte Burn eine neue Waffe ausgeben. Und die alte Waffe kriegt sie mal. So, jetzt ist noch die Frage wegen den beiden Sachen. Weil er hat jetzt den Bolter, der gut gegen Infanterie und alles ist. Schaden bei Tyranniden, das könnten wir dann später gebrauchen. Das hier macht halt schön viel Schaden bei Fahrzeugen und Gebäuden. Und die Laserkanone ist sowieso OP, hat aber halt eine langsame Angriffsgeschwindigkeit, weswegen ich die wahrscheinlich verschrotten werde und die vielleicht höchstens dann irgendwann dem Melter geben werde. Wer trägt jetzt eigentlich gerade zurzeit die beste Rüstung? Die sollte eigentlich er haben. Er hat eine 18er Rüstung, sie hat eine 9er Rüstung. Also Rüstung sieht mau aus. Aber ist okay. Gut, das heißt, es geht jetzt zum Turm Golgotha. In eine kleine Verteidigungsmission. Diese Übertragung klingt wie eine Chance, Ressourcen zu akquirieren und das Urteil des Imperators zu vollstrecken. Wir haben da Energiepunkte gefunden, Boss. Sollt uns da Saft geben, um sie fertig zu machen. Und warum erzählst du mir davon? Hab gesagt, du sollst da finden und bewachen. Selbst wenn da Menschen nicht zurückkommen, dann kommt irgendwer anders dafür. Wir sollen auf deiner Energiepunkte Sitzstück machen, dass da Typen zu uns kommen. Das macht doch keinen Spaß. Wir brauchen da Punkte nur lang genug, um Daisy zu bauen. Und dann fängt der Spaß an. Ja, Daisy bauen. Die Orks setzen Fahrzeuge ein, benutzen sie Panzerabwehrwaffen. Starke Gegenangriffe nach der Einnahme von Punkten. Jo. Nehmen wir lieber wieder Urgrins. Jo, genau hier. Gasisten haben einen Schadensbonus gegen Fahrzeuge und können Infanterie nehmen. Das heißt, wir gehen jetzt hauptsächlich auf Infanterie, also auf schwere Waffenteams und Gardisten und einen Panzer für die Angriffe. Weil hier wird es jetzt wieder lustig mit den ganzen Orksen. Oh, was ist das? Boss, der Kampf kommt endlich zu uns. Was? Haltet sie von der Energiepunkte weg. Daisy ist noch nicht fertig. Ha, die Orks. Jarek würde sich freuen. Bin in Bewegung. Bereit und fähig, Sir. Ich höre zu. Jarek ist sicherlich ein guter Freund. Unseres Feldmarschalls. Und der Satz gerade eben war toll. Melde Gefecht mit Orkwomans. Eine Plasma-Kanone. Wer ist der Unglück?
So, ballern wir sie da raus. Wir laufen erstmal da hinten rum, weil da steht der Weird Boy. Wir sind auf dem Weg. Den werden wir dann erstmal töten. Komm an, ich erledige das. Kommt in Gang, Soldaten. Erobert. So, jetzt müsste er eigentlich genau seine Verstärkung kriegen. Die kriegt er nämlich, abgesehen von der ersten Mission, komischerweise nur noch an Punkten. Okay, der Plünderer muss weg. Das ist ziemlich zerstört. So, der Boss da soll sich mit den Ogrens kloppen. Ich bin in Bewegung. Kümmere mich drum. Und wir holen uns einen Gardistentrupp hier. So, der Punkt ist erobert. Oh, Stickbombs. Wir sind jetzt unterwegs. Hoffentlich ist das auch richtig. Gut, ich na, das ist ja auch ein Kommandotrupp. Orkwummen haben hier zugeschlagen. Orkwummen. Kleines. Los, Ogrens, Nahkampf. Haut die Moscher-Boys um. Wir sind hier draußen festgenagelt. Melde Feindkontakt. Nur zu, dann los. Wo ist Merrick? Jawohl, Sir. Wann habe ich dich unsichtbar gemacht, bitte? So. Gott. Zeit für etwas Bewegung. So, hierher zum Nachrüsten. Ne, ich bewahre mir die Punkte lieber auf für... Orknarren greifen hier an! Sie werden uns im Nahkampf zerfetzen! Ich bewahre mir die Anforderungspunkte lieber auf, um nachher schwere Waffenteams zu holen. Ja, der ist böse. Dieser Ork ist besiegt. So. Und Truppen nachfüllen. Den hat's nicht getroffen, Mist. Auf dem Weg. Das war jetzt ein bisschen blöd gelaufen. Da holen wir uns mal unseren Ogrin-Trupp wieder. Die Orks. Jarek würde sich freuen. Als dann. Ich rücke aus. Ist ein Kampf in Sicht, Sir? Ogrin dient. Ogrin kämpft. Jo. Ich habe noch nicht genug Kommandopunkte, um Napalmangriff abzuwerfen. Hier, Kommandant. Ich höre. Bin schon unterwegs. Bewegung, Männer. Dich halte ich erstmal zurück, dass du nicht stirbst. Der Feind ist da. Wollen wir dann? Sir, sie haben uns festgenagelt. Oh, schieß den Plünderer weg. So, schick die Gardisten etwas nach vorne. Warten, komm, melde Feindkontakt! Wir sterben hier! Bin in Bewegung! Die da weg! Ziemlich zerstört. Ich bin dran! Wir sind jetzt unterwegs!
Ziel erobert. Oh. Die sind tot, bevor sie gelandet sind. Ich höre zu. So, jetzt dürften wir aber nachfüllen. Jawohl. Dieser Ork ist besiegt. Merrick. So, schaltet das Ding bitte mit dem Melter aus. Und dann können wir hier geradeaus weiter. Wir sind hier draußen festgenagelt. Oh, ein schöner Mob. Der kriegt mal Napalm ab. So, Merrick räumt mal den Bunker leer. Hat er gut gemacht. So, das hat mich schon wieder meine Oglanz gekostet. Warten wir auf unseren neuen Ogrin-Top. Und ich denke mal, für die Anforderungspunkte, die wir gerade haben, rufe ich noch einen Gardistentrupp für den Sturm hier. Jo. Gardisten sind bereit. Einmal Angriffsausrüstung, bitte. Ich bin schon unterwegs. Ork-Einheiten an diesem Standort gesichtet. Melde Feindkontakt! Sie greifen mit ihrem Pickup an. Wir sind auf der Bewegung dieser Waffe. Das Ziel ist am Boden. Merrick, weg mit dem Pickup. Nur zu, Sir. Auf dem Weg. Ich erfasse das Objekt. Kümmere mich drum. Und was jetzt? So, nehmen wir mal den Punkt ein. Er ist erobert. Gardisten sind bereit. Infanterieverstärkung ist bereit, Sir. Du bist ein Veteranentrupp gewesen. Wir sind hier erstmal fertig. Komm, Zeit für etwas Bewegung. So, ein Waffentrupp, bitte. Wir haben nur ein paar Sekunden. Gardisten Bewegung, Männer. Oh, okay. Ui! Was glaubt ihr, wer ihr seid? Ihr klaut, was wir rechtmäßig geklaut haben. Jungs, rein und zurück erobern. So, Bunker besetzt. Dieser Ork ist besiegt. Ach ja, und die Teleporter-Plattform sollten wir auch platt machen. Werden angegriffen. Und ihre Deckung ist gut. Machen wir's. Merrick, komm mal raus da. Und mach mal das Teleportarium hier kaputt. Wir werden angegriffen. Wir werden angegriffen. Dieser Ork ist besiegt. Okay, da war Merrick. Da ist ein Pickup. Deswegen hole ich mir noch ein Waffenteam, was mit was Besserem, was mit Antipanzerwaffen ausgerüstet ist. So, einmal Maschinenkanone bitte.